So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Let's Play Minecraft. Und das war ein Staatsakt. Hallo. Denn Tina hier mit auf den Server zu kriegen, war heute wirklich nicht einfach. Nennen wir es doch einfach herausfordernd interessant. Wenn du es so ausdrücken willst, ja. Herausfordernd interessant klingt einfach immer viel besser. Es klingt herausfordernd und interessant. Ach scheiße, ich bin ja mitten in der Höhle. Ja, bist du. Ach fuck. Welcher Arsch kam denn auf die Idee, hier das Let's Play zu beenden? Ich habe mir beim letzten Mal schon gedacht, oh, das geht nach hinten los, das geht nach hinten los, aber hey. Dieser dämliche Pisser. Ja, immer diese Iros. Ja. Also wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, würde ich zurückreisen und dem Iro, der damals Let's Played hat, in den Arsch treten. Hi, Rafu. Hola, Rafu. Da geht Und ja. nein, du bist nicht Erster. Glaub mir, ich bin schon im Stream, seit er offline ist. Meine, das geht ja gar nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Warum habe ich hier. Geh sterben. Danke. So. Fuck. Na egal. Staubsauger, was machst du da in der Küche? Ich dachte, er sollte in die Küche. Ja, und jetzt macht Aber er. wahrscheinlich hat er irgendwas gefressen. Katzenspielzeug. Ich Ach nee. glaube, er hängt. Nee, Katzenspielzeug wird er hier nicht finden. Ich glaube eher, er hat irgendwas gefunden, wo er versucht drauf zu kommen und schafft es aber nicht. Ja, das sind schon lustige Kerlchen, diese Staubsauger. Ja. Nein. Ja, dann vielleicht. Süß. Oh, ich will noch ganz viel Schwarzsteinziegel. Sir. Ja, ich sehe erstmal zu, dass ich hier rauskomme. Ja, wir beenden dann das Let's Play wahrscheinlich damit, Iru ist nach Hause gekommen. Nein, nein, nein. Anstatt Trigger Go. Home oder Storage zu machen, ist es natürlich viel, viel wichtiger, sich durch das Gestein zu buddeln. Bin doch schon oben. Huck, Regen. Ja, es regnet aber eigentlich gar nicht. Naja, du bist da in der Wüste. Es regnet nicht hier. Es. Ja, weil du in der Wüste. Weil du in der Wüste bist, du. Nein, hier ist alles grün. Ja. Weißt du, was du bist, Lügendusche? Ich lüg dir gleich. Hasse. Zumindest werden wir später zu dem Spawner wieder hinfinden. Ich brauche Erde. Du brauchst Erde. Ich habe beschlossen, Huch. brauche Erde. Na, gucke mal. Direkt zu Hause. Das ist jetzt aber ein bisschen strange. Ich dachte, du wolltest ein neues Biom generieren. Nein, direkt zu Hause, da wo meine Mineneingang ist. Was soll sein? Aber wirklich direkt beim Mineneingang. Okay, das ist schon spannend. Hallo, bin zu Hause. Bin da, wer noch? Entschuldigung. Jetzt hat er einen Müllsack umgeschmissen. Dieser Staubsauger, ne? Also hier so ein Stadtsack. Naja. Ihr mit euren Jetzt Stadtsäcken. versucht er ihn durch die Gegend zu schieben. Ich dachte, die Stadtsäcke bist du los, als du in eine andere Stadt gezogen bist. Nein, die gibt's ja auch. Hier sind sie nur viel kleiner.
Ja, das ist schlecht. Ja. Naja. Ich glaube, wir sind runtergegangen für Tropfstein. Haben wir ja immerhin ein bisschen was gefunden. Guck dir doch nochmal deine letzte Let's Play-Folge an. Vielleicht erinnerst du dich dann wieder, weswegen du da Nee, warst. nee, ich war wegen Tropfstein da, das weiß ich noch. Also, ganz so verzweifelt bin ich dann doch nicht. Mit Rafu, hat er hier auch schon ein Haus? Nein, da wollte er nie. Rafu! Hat ihn jetzt schon mehrfach eingeladen, aber. Wenn ich hier ein Haus habe, brauchst du auch eins. Ich habe ja ein Anwesen. Ja, ein Anwesen. Ja, was denn? Wir sind heute ganz vornehm. Ja, Nobel geht die Welt zugrunde. Weißt du doch, das noch hier? Nö. Nö. Will ich wissen, was du da schon wieder versuchst zu treiben? Ich versuche zum Lager zu kommen. Nö. Storage? Ich möchte, dass mein Magnet anbleibt. Deshalb habe ich da extra einen Home-Punkt hingesetzt. Es gibt zu viele, wir müssen wieder reduzieren. Nein. Ha! Steffen, danke für 100 Bits! Und moin! Guten Morgen. Nö, das ist gar nicht mein Lager. Das ist. Dann was die 10? Ich hatte da doch extra einen Homepunkt hingesetzt. Hi. Tschüss. Warte. Stefan hat gesagt, ich weiß nicht. So, wir machen irgendwann mal eine Liste der ganzen Homepunkte. Boah, die Minimap sieht ja so schlimm aus. Das wahrscheinlich daran liegt, dass ich hier alles unterbuddelt habe. Meine Schulter juckt. Das ist schlecht. So, und welches Home war jetzt da hinten? Die 10. Sofort gefunden. Und du richtest gerade dein Anwesen ein. Nee. Sondern? Mach schön. Du machst schön. Was machst du denn schön? Das drumherum. Ach so. Macht Sinn.
kriege nämlich irgendwann einen Anfall sonst. Das Problem ist, wenn man hier keine Pimmel dran setzt, dann dauert so ewig, bis sich mal was tut. Das heißt, wir werden jetzt hingehen und unsere 13 Pimmel einfach dran setzen. Was willst du anpimmeln? Ich setze die Pimmel an die Blöcke. Hast du die Blöcke gefragt, ob das für die in Ordnung ist? Die werden nicht gefragt. Ja, du kannst das nicht einfach so über die Blöcke hinweg entscheiden. Doch, Also, kann ich. nein. Guck. Würdest du bitte in die Kommunikation gehen? Habe ich nicht nötig. Ich bin hier der uneingeschränkte Herrscher. Juhu, geh bitte in die Kommunikation. Hallo? Das nennt sich Diktatur, was ich hier tue. Ich finde das total nicht in Ordnung von dir, dass du jetzt nicht in die Kommunikation gehst, sondern dich dem verwehrst. Bringt mein Krankheitsbild so mit sich. Auf dich damit rauszureden. Das funktioniert bei mir nicht. Was soll ich sagen? Ich bin ein totalitärer Autokrat. Du hast einen Sockenschuss. Ja, aber trotzdem musst du in die Kommunikation. Ich gehe gleich mit dir in die Kommunikation. Sag mal Erdogan, er soll in die Kommunikation gehen oder Putin? Er doch, er ist doch in die Kommunikation gegangen. Keine Musik mehr, Feierabend jetzt. Plus im Puff. War doch voll kommunikativ. Was erwartest du denn bitte schön da jetzt mehr? Also noch mehr Kommunikation? Wir richten den Tourismusort Türkei einfach zugrunde. Das Land, nicht den Ort. Ja, das Land.